Ja, hallo Hi nochmal. nochmal. Wir haben uns gedacht, als zusätzliches Zuckerl, als zusätzliches Bonbon von uns an euch, nach dem Podcast mit dem lieben Rolf, wollen wir euch noch ein bisschen erzählen, wie wir Atemtechniken üben. Disclaimer, wir sind noch absolute Anfänger. Wir probieren gerade selbst Genau. ein bisschen aus, was uns gut tut, was am besten funktioniert. Wir machen das, glaube ich, beide so, dass wir das sehr stark quasi während unserer Daily Routine der Photobiomodulation machen. Ist einfach ein zusätzlicher Push, der einen noch mehr in den Flow bringt, der einen besser in den Tag starten lässt. Und das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß damit! Genau, und die Babsi wird euch als erstes zeigen, eine Variante der Atemübung, die sie eigentlich fast täglich während ihrer Photobiomodulationsroutine macht, die ja etwas sanfter ist, die sie immer recht gut zentriert und in den Fokus bringt. Und im Anschluss werde ich euch eher eine High-Impact-Variante, so quasi eine Variante der Wim Hof-Atmung, zeigen, die ich sehr, sehr gern mache, wenn ich einfach einen intensiven Arbeitsblock zum Beispiel, Besprechungsblock gehabt habe, wenn ich einfach wirklich meine Gedanken abschalten will, ins Jetzt kommen will und mich neu ausrichten will. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Viel Spaß! So, hallo nochmal. Ich mache heute das Box Breathing oder die Boxatmung. Funktioniert eigentlich ganz einfach, simpel und effektiv. So mag ich meine Biohacks am liebsten. Wir atmen 4 Sekunden lang durch die Nase ein, halten das Ganze für 4 Sekunden und dann atmen wir 4 Sekunden lang durch den Mund aus. Wie schon gesagt, super simpel, super effektiv. Was wirklich das Wichtigste ist, habe ich auch vom Rolf gelernt, den Fokus auf den Atem, den Fokus auf sich selbst, den Fokus, ich lege ihn immer sehr gerne auf den Bauch. Während der Einatmung darf der Bauch groß werden, nach außen gehen und bei der Ausatmung den Bauch nach innen, den Bauchnabel also wirklich quasi wieder nach innen stülpen und richtig alles rauslassen. Mir hilft das ganz stark eben morgens vor allem vor einer kalten Dusche, um in den Flow zu kommen, um besser in den Tag zu starten. Und auf biologischer Ebene, also wirklich mein ganzes zentrales Nervensystem wird einfach einmal komplett aktiviert, gerebootet und in die richtige Richtung gebracht. Ich mache das jetzt einfach mal vor. 4 Sekunden lang einatmen. Halten. Und ausatmen durch den Mund. Fokussieren Sie sich nochmal wirklich auf den Bauch. Einatmen. Ich lege die Hände dafür gerne immer auf den Bauch. Einatmen. Bauch geht nach außen. Halten 4 Sekunden lang. Und ausatmen. Ich mache das so circa immer 5 Minuten lang, 15 bis 20 Wiederholungen davon, je nachdem. Meistens in den letzten 5 Minuten während meiner Photobiomodulation am Morgen und danach, wie gesagt, eine kalte Dusche. Wir machen es noch einmal und dann gebe ich weiter an den Thomas. Das war's von mir. Danke. Nachdem euch die Babsi jetzt die eher mildere Variante der Atemübung in Kombination mit Photobiomodulation gezeigt hat, kommt von mir jetzt die, ich sage mal, Hardcore-Variante. Ich mache das ähnlich wie die Babsi auch gerne so, dass ich zunächst eine Session fast ganz zu 2/3, sage ich mal, Photobiomodulation mache. Bei mir ist das nach circa 8 Minuten fange ich meine Atemübungen an. Das hat den Vorteil, also ich mache immer ganz Körper in dem Fall, nackt auf den ganzen Körper, frontal von vorne oder auch auf den Rücken. Es hat den Vorteil, dass der ganze Körper hochfährt, der Metabolismus fährt hoch und die Zellenergieproduktion wird so richtig auf Hochtouren gebracht. Danach fange ich mit meiner Atemübung an, also eben wie gesagt, nach 2, 3 Minuten ist übrig von der Photobiomodulation-Session. Der Anfang von der Atemübung ist ganz einfach. Ich atme 15 Mal tief ein und aus, wobei ich darauf achte, dass wenn ich eingeatmet habe, dass ich ganz kurz Pause mache. Also das Ganze ist eine Variante der Wim Hof Atmung, leicht abgeändert.
Das ist der Anfang, also wie gesagt, Nase einatmen, kurz anhalten, Mund ausatmen. Nachdem ich das 15 Mal gemacht habe, folgt eine Hyperventilationsatmung. Dabei atme ich durch die Nase wieder ein, stelle sicher, dass sich mein Bauch nach außen wölbt und dann schnell wieder aus und der Bauch zieht sich dann nach innen. Ich mache das jetzt kurz vor. Und das Ganze macht ihr 30 Mal. Da werdet ihr merken, dass alles zu kribbeln beginnt. Das Blut oder der ganze Körper kommt in Wallung. Und es kann auch sein, dass ihr leichte Erscheinungen von einer eben Hyperventilation, also ihr leicht schwummrig vor den Augen werdet. Das ist aber gut. Wenn ihr merkt, es ist zu viel, könnt ihr natürlich auch frühzeitig aufhören. Aber ich traue euch zu, dass ihr das durchsteht. Nachdem ihr diesen Block gemacht habt, könnt ihr gerne noch eine weitere Session anhängen, noch einmal mit 30 Atemzügen oder ganz einfach das Beenden. Die Beendung, nachdem ihr geatmet habt, atmet noch einmal tief ein, haltet es und lasst die Luft einfach aus euren Lungen raus, also ohne wirklich rauszuatmen, einfach die Luft aus eurem Körper rauslassen, bis alles draußen ist. Das ist meine Routine, meine Art von Atmung, die ich so gerne mache nach einer intensiven Work-Session, wenn ich einmal wirklich Fokus, Ruhe und in meine Mitte kommen will. Viel Spaß! Wir hoffen, das hat euch jetzt gefallen und ihr habt neue Inputs, neue Einsichten gekriegt, wie wir jetzt Atemübungen kombinieren mit unserer täglichen Routine und vielleicht euch für euch schon ein bisschen Motivation gesammelt. Falls ihr das gerade irgendwie schon vor dem Podcast hört, den wir mit dem Rolf gemacht habt, unbedingt noch anhören. Ist eine super Folge geworden. Und ja, falls ihr zusätzlich noch Fragen habt oder euch die Photobiomodulation jetzt ein bisschen mehr interessiert, folgt uns gerne auf Instagram, der Link ist unten drunter. Genau, sonst nochmal luminousred.light genau, oder schaut auf die Website auf luminousred.com. Wir freuen uns, euch kennenzulernen. Bis bald. Tschüss.